geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Folge Rehbach mit Story. Jo, der Ballerhänger ist da, daheim. Die Strohballe müssen wir jetzt auch mal nur abladen. Ich war jetzt gerade nur am Gruber. Da steht das Gespann. Ja, also mit dem Gruber hat man schon ein bisschen Schlagkraft. Da werden wir das nächste Mal weitermachen. Ich habe jetzt gerade E-Mail gekriegt von einer großen Agrargenossenschaft in Rostock. Die haben an der Ostseeküste die Schweinezucht gebaut und die kann man heute besichtigen, die möchte sie verkaufen. Die haben sie nagelneu gebaut, also da war noch kein einziges Tier in der Stallanlage. Die haben uns geschrieben, ob ihr Interesse hättet, wir können sie die nächsten Tage besichtigen. Dann habe ich jetzt einen Termin ausgemacht für heute. Also wir sind heute die Einzigen, die anderen zwei Interessenten kommen morgen und übermorgen. Ja, und da würde ich doch mal schauen, was da dabei rauskommt. Genau, wir fahren jetzt noch zu der Biogasanlage. Die Maschinen sind abgeholt worden von dem einen Händler, wo ich euch gesagt habe, der Interesse hat. Der hat sie jetzt abgeholt. Ich habe im Bauunternehmen Bescheid gesagt und der hat jetzt gerade Luft gehabt. Der hat jetzt heute Mittag schon angefangen. Oder heute Morgen schon angefangen. Einfach mal den Platz zu verebnen oder halt ja einfach ein Planier herstellen. Und das werden wir uns einfach mal anschauen, wie das aussieht. Und dann werde ich euch noch ein paar Sachen dazu sagen, was als nächstes passiert. Ich habe mit dem Architekt ausgemacht, dass als erstes die Fahrsilos, zwei Kelsilos bauen wir. Dass die beide Kelsilos als erstes gebaut werden. Da kann ich die jetzt schon im Herbst, wenn alles klappt, kann ich die schon mit Silage oder mit Mais füllen. Ja gut, muss mal schauen, vielleicht kann ich noch von irgendeinem anderen Betrieb Mais aufkaufen. Aber dann hätten wir schon mal die Silos voll und wenn die Anlage dann fertig ist, könnte man die nämlich schon in Betrieb nehmen. Ja, da einfach geradeaus, da müsste man eigentlich außer dem Hof kommen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt mit der Schweinezucht, die werden wir jetzt nachher besichtigen. Wo war da? Ja, da ist die Zufahrt. Oh, der Kerl fährt halt doch wieder an alle Zufahrten vorbei. Genau, da geht's runter. Hey Postle, du wartest jetzt mal. Mensch, hast du es auch eilig? Jo, genau. Ja, schauen wir uns mal das Gelände an. Meine Frau geht mit nach der Ostseeküste. Ja, jetzt mal schauen, was denn so unsere Pläne sind. Was passiert mit dem Ackerbaubetrieb? Den werden wir wahrscheinlich, den werden wir wohl behalten, weil die Lagerhalle brauchen wir. Und vielleicht Kartoffeltechnik dazu im großen Stil, aber na, müssen wir mal schauen. Das müssen wir alles mit dem Architekt abklären. Kartoffeltechnik habe ich eigentlich auf der Rehbach geplant. Und das halt auch mit ein bisschen größerer Anlage. Jo, dann schauen wir uns die Geschichte mal an, genau. Jo, so sieht es jetzt mal vorläufig aus. Ja, hat eine tolle Planier hergestellt. Auf dem können wir uns jetzt eine schöne Anlage bauen. Als erstes wird er die Fahrsilos setzen, die oder bauen die Kelsilos. Eins da und das zweite da. Die passen auch gut hin, die sind ungefähr auf der Höhe, sind sie fertig. Also so auf der Höhe, da ist ungefähr noch knapp einen Meter Platz zur Einfahrt vom Silo her. Die wird als erstes bauen, dann kann ich die schon mal vollfahren mit Mais jetzt im Herbst. Muss ich mal schauen, ob ich nur irgendwo Mais zukaufen kann, dass wir die Anlage in Betrieb nehmen können. Das wäre mir eigentlich wichtig. Ja, die Anlage selber, die wird dann da gebaut, so quer. Also die wird er dann ziemlich da an Platzende hindrücken, weil auf der Seite müssen wir Gärreste rausholen. Ich muss dann zwar immer rückwärts da ranrangieren, aber das ist kein Problem. Wir haben da jede Menge Platz. Da, zu deinen Fahrsilos. Ich denke mal, die Fahrsilos hören irgendwo auf der Höhe auf.
Die Biogasanlage wird da irgendwo anfangen. Das ist die 90 Kilowatt, genau. Kurze Info an euch, das ist die kleine von Vertex Design, die wir auf der Rade haben. Die wird da irgendwo anfangen, Biogasanlage. Ja, ich habe ihnen auch gesagt, könnt ihr es vielleicht so machen, dass man irgendwie hinterherum fahren könntet, einmal im Kreis rum, und hat er gesagt, oh, das wird schwierig. Dann wird es zu den Silos hin ziemlich knapp. Ja, müssen wir schauen, wenn die Silos gesetzt sind, da haben wir ein besseres Bild, wie man die Biogasanlage setzt. Sickergrube hat da auch eine verbaut, oder halt ja, für Sickerwasser, weil durch die Reihe kommt ja auch viel Sickerwasser aus der Silage raus. Die wird bei mir in einer Grube gesammelt und wird dann automatisch der Biogasanlage zugeführt. Die dürfen wir nicht in der Kläranlage oder sonst irgendwo entsorgen. Deshalb hat er da noch eine Sickergrube bauen müssen. Also der ganze Regen und das ganze Wasser, was aus der Silage rausläuft. Die Fahrsilos sind auch so gebaut, gleich ein bisschen schräge nach vorne, dass das Wasser immer nach vorne aus den Fahrsilos rausläuft. Und dann wird es da in einer Sickergrube gesammelt und dann automatisch der Biogasanlage zugeführt. Ja, ich denke, bei den beiden Silos, da kommt auch ein bisschen was zusammen. Okay, das wäre jetzt einmal der Plan. Also er möchte jetzt als nächstes anfangen mit dem ersten Kellsilo. Das soll also Kellsilo werden. Das zweite dann am nächsten Tag. Ja, und dann denke ich, dass das bis im Herbst, wir haben jetzt September, Oktober, ja, der Mais wird schon bald soweit sein. Mir ist wichtig, dass wenigstens noch vor der Maisernte ein Fahrsilo fertig ist. Mir schaut gerade mal kurz in den Schlagkartei. Da habe ich immer so Übersicht, was in Rehbach alles so an Fläche an oder halt an Mais und so Zeug anbaut wird. Da müsste ich dann nachher mal bei der Gemeinde nachfragen, was da aktuell, wem das aktuell gehört oder ob das einfach so jetzt verkauft wird. Da müsste ich nachher auch mal im Internet schauen. Da gibt es eine Internetseite, da sind auch die Felder von Rehbach, wo Mais drauf ist, wo der Mais verkauft wird. Zum Beispiel die 29, wow Leute, die 29 und die 14 oder 14 und 7. So zwei Felder, wenn man so zwei Felder hättet, ja, ich glaube, dann wären wir für dieses Jahr schon sehr gut versorgt. Ja, müssen wir jetzt mal schauen. Da werde ich nachher mal der Gemeinde anrufen, wenn die drei Felder gehören. Sind die zum Verkauf? Aber ich gucke auch nachher mal im Internet, weil da steht ja auch immer alles drin, was auch in Rehbach so zum Verkauf ist. Oder ja, das sind halt Betriebe, die einfach aufgehört haben und jetzt der Mais anbaut für andere Betriebe, den man dann kaufen kann. Und der, wo halt der beste Preis zahlt, der kriegt auch den Mais. Jo, dann würde ich sagen, ab an den Hof. Ich hole meine Frau ab und dann geht's Vollgas an die Ostseeküste, dass wir dort die Schweinezucht angucken können. Ja, wir sind an der Ostseeküste angekommen. Wir sind jetzt gerade noch auf unserem Ackerbaubetrieb vorbei. Fahren wir jetzt so kurz ein bisschen Zeit. Wir hätten uns das Ganze mal angeschaut. Was machen wir, wenn wirklich die Schweinezucht dazukommen sollte? Da war jetzt uns auch unsere Überlegung Kartoffeltechnik, dass man die Halle umbaut in so eine Kühlhalle für Kartoffeln. Die hat dann so 6er Boxen, wo man kann die Kartoffeln in eine Gitterbox reinstellen, dass sie kühl bleiben. Die hat dann an der Seite, glaube ich, so Lüftungsanlage oder auf der Hinterseite, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber sie hat an der, glaube Seite und hinter so Gebläse, wo sie kühlt werden. Und das sind so 6 einzelne Boxen, die in der Halle drin sind, wo man dann die Kartoffeln reinfahren kann. Die haben auch dann 6 Tore, wo man aufmachen kann. Die Sortieranlage, die müssten wir wahrscheinlich dahinter platzieren. Aber wenn wir die dahinter platzieren, dann haben wir keinen Platz mehr da zum Rangieren, weil dann wird es mit der Halle eng. Und dann müssten wir die Halle abreißen und hätte dann wieder keine Unterstellmöglichkeiten. Und ja, das muss erstmal ein Architekt anschauen. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Die Sortieranlage, die geht ungefähr
Ja, bis daher. Den hast du halt falsch keinen Platz mit dem Traktor oder mit dem Hänger. Vor allem, wenn du schon mit dem Hänger dran fahre, kommst du eigentlich mit dem Hänger fast nicht mehr dran. Und das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt mal schauen, vielleicht gibt es auch die Variante, dass die Sortieranlage in der Halle selber verbaut wird. Aber dann ist natürlich das wieder eine riesige Halle, da wird uns wahrscheinlich da wieder der Platz nicht reichen. Ja, das muss uns einfach mal ein Spezialist von deine und Grimme anschaue, wie das alles und auch vor allem bei dem Hersteller, der die Halle baut, muss das sich mal anschauen. Ansonsten bleibt das ganz normal Ackerbaubetrieb. Ja, wir brauchen auch irgendwie Fläche zum Maschinenunterstellen. Klar, wenn da jetzt wieder Kartoffeltechnik drauf kommen würde, haben wir wieder keine Abstellfläche für Maschinen. Weil so wie ich auf den Bildern gesehen habe, ist auf der Schweinezucht nicht viel an Abstell- oder Unterstellmöglichkeiten für Maschinen oder sonst irgendwas. Okay, dann würde ich sagen, mir düset zur Schweinezucht. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich denke mal, wir bleiben gleich an der Ostseeküste. Wir haben jetzt 8:06 Uhr. Dass wir da gleich mit der Ernte anfangen. Das eine Getreidefeld, das muss runter. Dass wir es wenigstens wegkennen. In Rehbach, Gruber, das können wir dann auch noch, wenn es ein bisschen unbeständig ist oder ein paar Mal nass war. Das ist kein Problem. Aber das Getreide, das muss trocken rein. Ich habe keine Lust, zum nur teure Trocknungskosten zu zahlen, weil wir das Getreide trocken vom Feld runtergekriegt haben und wir müssen dann die ganze Geschichte noch trocknen. Ja, hier sollte halt nur schalten, vor lauter Schwätze, vergiss was schalten. Sechs Gänge hat er ja auch, passt. Ja, schon schöne, schöne Gegend, Ostseeküste. Meine Frau freut sich auch immer, wenn man da herkommt. Und wenn das mit Schweinezucht funktioniert, klappen würde, wow, das wäre eine geile Sache. Ich habe Bock auf Schweine. Ich habe zwar mein Studium gemacht, Milchviehbetrieb und Ackerbau, aber Schweine, da hätte ich auch Bock drauf. Gut, mal schauen, vielleicht mache ich mal noch so einen Kurs. Da gibt es ja spezielle Kurse, wo du auch für Schweine ausgebildet wirst. Oder halt so Kurse, Schweine, Schweinefütterung, Schweine halten, das ganze Zeug. Da müsste ich mich jetzt einfach mal dann informieren. Fahren wir da runter. Ah, das ist Biogasanlage. Wir sind hinter der Biogasanlage. Ja, du wartest. Das geht jetzt irgendwo. Da müsste es jetzt runtergehen. Doch, das müsste da irgendwo sein. Wir müssen da. Ah ja, guck. Doch. Nee. Doch, ich bin richtig. Das ist das Problem. Ich habe mal auf der Karte geschaut. Die Schweinezucht ist da unten. Und Biogasanlage ist gerade neben dran. Aber wir müssen wirklich alles da außen rumfahren, dass man auf Biogasanlage kommt oder auf Schweinezucht. Ja gut. Können mit anderen ist so. Und ja, das kriegen wir auch hin. Sollte es mit Schweinezucht was werden. Aktuell sind nur zwei andere Interessenten im Rennen. Die kommen morgen. Ich bin heute der Einzige, wo sich den Betrieb anschauen möchte. Ist es auch Gutzucht? Ja, der ist auch Gutzucht. Da müsste. Ah, ja. Haltestelle. Da müsste es jetzt gleich irgendwo reingehen. Ja, da geht's rein, genau. Ja, jetzt mal schauen, sollte es wirklich mit der Schweinezucht was wäre, weil ich auch schaue, dass da unten ein paar Felder dazu kommen in der Nähe von der Schweinezucht, dass wir da einfach nicht so weit zum Fahren. Ich meine, das ist jetzt auch keine große Gegend. Da ist man eigentlich ziemlich schnell dort. Von dem her. Ja. Vor lauter Schwätzer vergisst man das Schalten. Sechster Gang, genau. Da sind wir doch.
Genau, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Ja, das müsste sein. Wo steht die Einfahrt? Ja, da ist sie. Genau. Da stellen wir einfach das Auto mal da an der Seite dran. Warten wir noch kurz auf den Betriebsleiter oder halt ja auf die, der jetzt gleich kommt. Und da schauen wir uns die Anlage mal an. Jo, wir dürfen uns jetzt die Anlage mal selber besichtigen. Der ist schon wieder gegangen. Das war der Betriebsleiter von der großes Gut in Mecklenburg-Vorpommern. Große Agrargenossenschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Die haben die Schweinezucht gebaut, ganz neu. Platz hat ihnen gehört, dann dachte sie, komm, bauen wir Schweinezucht. Wenn alle Strick reisen würde, würde sie die Schweinezucht selber übernehmen. Aber das ist für die halt weite Fahrwege von MacPom nach Schleswig-Holstein. Obwohl, so weit ist es auch nicht, aber sie möchte die gern verkaufen. Ist alles nagelneu, war noch kein einziges Schwein in der Stallanlage. Die Biogasanlage ist auch noch nie gelaufen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an und ja, mal schauen. Ich habe mir jetzt, wo wir das für uns vorhin mal angeschaut haben, habe ich mir schon mal so grob die Pläne gemacht, was man da ändern würde. Das wird aber auch wieder das Bauunternehmen machen, das bei uns jetzt die Biogasanlage in Rehbach baut. Genau, Stallanlage. Die Stallanlage, die fest 250 Schweine, da schauen wir aber auch mal gleich rein. Ja, jetzt. Genau. Ja, Stallanlage, ziemlich neu, wie gesagt, oder ziemlich neu, nagelneu, da war noch kein einziges Schwein drin. Ja, schöne Anlage, verschiedene Boxen, von der Größe her auch, da haben sie schön viel Auslauf, da genauso. Da hinten ist dann nur so ein Auslaufbox ums Eck rum, ja. Doch, also da haben die Schweine ziemlich viel Auslauf. Also die sind nicht eingängt oder sonst irgendwas. Von dem her ist eine sehr moderne Stallanlage. Die drüben ist genau gleich, die fast, jetzt schauen, ich glaube 170, genau. Schauen wir da auch mal rein. Genau dieselbe Stallanlage wie die auf der anderen Seite, bloß dass ein bisschen weniger Tiere fast. Doch, modernster Standard, also entspricht höchste Anforderungen für Schweine jetzt gerade aktuell. Von dem her hätte man einen sehr guten Einstieg. Also da hätte ich echt Bock drauf auf Schweine in, an der Ostseeküste. Das Fahrsilo, das gefällt mir gar nicht. Da muss ich mit meinem Bauunternehmen sprechen, dass man das wegmacht. Ich möchte lieber drei Keilsilos bauen. Also da eins. Und da, klar, da müsste man wahrscheinlich abgraben, dass die Fläche eben wird oder auffüllen. Und dann auf der Fläche, die gehört uns auch noch, dass man da auch nochmal zwei Kale-Silos baut. Ein Kale-Silo für Silage, für Biogasanlage und ja, vielleicht noch zwei. Und eins brauchen wir auch noch für Maiskornschrot. Also wenn man CCM malet für Schweine. Rübennassschnitzel weiß ich jetzt gar nicht genau, da müsste ich mich mal noch ein bisschen im Internet informieren. Also ich bin ein Neueinsteiger bei in der Schweinezucht, also wenn das wirklich klappen wird, da müsste ich mich auch ein bisschen im Internet noch ein bisschen informieren. Mal schauen, vielleicht könnte ich noch so einen Kurs machen, wo gerade so für Landwirte, wo in Schweinezucht einsteigen, dass es da vielleicht im Internet so Online-Kurse oder irgendwas gibt. Muss ich mich einfach informieren. Also hätte ich Bock drauf. Rehbach, Kühe, Ostseeküste, Schweine. Wäre eine geile Sache. Ja, meine Frau hat auch gesagt, das wäre eine super Kombination zwischen Kühe und Schweine. Schweine kann man auch ziemlich gut verkaufen. Von dem her wäre echt eine geile Sache. Genau, da haben wir noch eine kleine Biogasanlage. Die hat 60 Kilowatt. Ja, die fristet sich so viel uns weg. Schauen wir mal kurz in die ganze Datei oder halt ja in die Produktionskette von der Biogasanlage. Also die nimmt einmal ganz Pflanzensilage, Gülle mischt, weil man natürlich nicht vergären. Mischt kriegen wir sowieso keine. Wir haben keine Mischplatte, wir müssen nur mit
Ja, wir warten nur mit auf Gülle gehe. Jetzt mal schauen, was man mit dem Stroh macht. Strohbaum, denn eigentlich keins. Stroh nimmt die Anlage aus. Zuckerrübenschnitzel, Mais-Silage, Gras-Silage. Zuckerrübenschnitzel, ja gut, da müsste man vielleicht auch ein bisschen mehr Zuckerrübe anbauen. Aber ja, das würde man eigentlich hinkriegen. Klar, da müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht können wir das an einen anderen Landwirt verkaufen, das ganze Stroh. Oder wir schauen mal kurz im Internet unter der Preise. Ansonsten wird das einfach dahin vertickert, wo der beste Strohpreis gezahlt wird. Aber das werde ich dann euch preisen, sondern im Ladewagen holen, offen. So können wir uns nämlich schon einiges sparen. Erstens müssen wir unsere Preise leihen, zweitens der Schlepper, Dieselkosten, alles. Da holen wir das mit mir mit uns im Ladewagen, holen es im Ladewagen rein, verkaufen es und das Ding ist erledigt. Jetzt schauen wir gerade mal, wo haben wir denn die Preise für Stroh? Stroh, da haben wir Preise. Viehhandel Pferdehof Thomsen. Oh ja, okay. Pferdehof Thomsen zahlt ziemlich gut. Na, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dann nur der Viehhandel. Da muss ich mal schauen, ob mein Silo auch Stroh nimmt. Weil das hat eine Kapazität von 10 Millionen Liter, müsste ich ausprobieren. Das wäre eine geile Sache, wenn keine guten Preise zahlt wären, einfach Stroh einladen. Ja, gut, müssen wir mal schauen. Kapazität hätte ich genug auf meinem Hof. Das Silo am unserem Ackerbaubetrieb, das fast 10 Millionen Liter. Also da werden wir nie an unsere Grenze kommen. Aber der Ackerbaubetrieb bleibt, weil wir haben auch hier keine Silos zum irgendwie Getreide oder so einlagern oder sonst irgendwas machen. Da sind wir auf dem Betrieb sind wir wirklich ziemlich eingeschränkt. Gut, wir haben die weiten Fahrwege, aber trotzdem ja, eingeschränkt sind wir trotzdem ein bisschen. Wir müssen zwar dann die ganze Zeit Getreide hin und her kutschen oder sonst irgendwie, müssen wir mal schauen, wie wir mit dem Platz dahinter klarkommen. Wenn wir da zwei Silos baut, dann wäre nämlich, da ist schon bestimmt schon, wenn man da zwei Silos baut, da ist bestimmt schon der komplette Platz da voll, zwei Kell-Silos. Dann hätten wir das Stück dahinter noch. Ja gut, da brauchst du auch keine großen Sprünge mehr machen. Ja, müssen wir mal schauen. Mal schauen, wenn wir das alles hinkriegen. Da muss natürlich auch das Bauunternehmen kommen und muss mir ein bisschen einen Ratschlag geben, was ist besser. Abgraben, dass wir, ja gut, abgraben. Wenn wir da abgraben, da haben wir dann halt steile Rampe nach unten. Ganz ehrlich, mir wäre lieber auffüllen, aber ja gut, das muss Bauunternehmen. Der soll mir einfach den Vorschlag machen, was günstiger ist. Abgraben oder auffüllen. Aber ich denke mal, auffüllen ist günstiger. Einfach nur Dreck herfahren mit einer Planierraupe gerade ziehen, dass wir eine schöne gerade Fläche haben. Und dann können wir unsere Keilsilos da drauf bauen. Aber soweit muss es erst mal kommen. Ja, so jetzt mal der kurze Einblick für euch. Dann gehen wir noch mal kurz ins Internet, ins Schlagkartei. Und zwar gehört uns zum Ackerbaubetrieb das Gebäude auch noch dazu. Das ist einfach nur so ein Haus mit viel Fläche drumherum. Nee, das war ein Miethaus. Da war nur eine Wiesefläche drumherum, genau. Da war eine Wiesefläche drumherum, die gehört zum Ackerbetrieb Hübner. Und die Familie hat in dem Gutshof da drin gewohnt. Und das da oben, das haben sie vermietet. Und die 56 möchte ich behalten, die gehört auch zum Ackerbaubetrieb dazu. Die gebe ich heute her. Genau, das Haus müssen wir uns mal anschauen. Es kann sein, dass man es wahrscheinlich ein bisschen renoviert, dass man das dann vermietet oder keine Ahnung, wie man es macht. Also unser Wohnhaus, wenn wir an der Ostseeküste sind, das wird das hier sein. Da schon schöne kleine Teich dabei und lauter solche Sachen. Ach, das ist richtig geil, zum da wohnen und sich erholen und entspannen. Und nebenher noch ein bisschen Ackerbau. Ja gut, Schweinebetrieb. Schweinebetrieb Jensen, wo man da übernehmen würde. Da hätte ich echt Bock drauf. Bisschen nebenher Schweinezucht mache. Genau. Okay, wenn euch das wieder gefallen hat, like it, vergesse, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.